Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Rogue. Wir starten jetzt gleich mit Sequenz 3, nachdem wir in der letzten Folge hier bei den Finnegans aufgewacht sind, zu denen wir auch gleich reingehen und ihnen sagen, was also dass es uns gut geht, weil nachdem wir die verfolgt haben, wo dort eingebrochen sind, haben wir ja den Bandenführer gekillt und dann ist plötzlich ein Ding gekommen. Wie hieß der Typ jetzt nochmal? Ah, keine Ahnung, ihr wisst wahrscheinlich noch, und hat uns gesagt, dass die Finnegans sich Sorgen um uns gemacht haben. Und ja, dann gehen wir doch einfach mal rein. Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich. Ich habe genug von meinem Gesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Meine Gute, im alten Fort wird ein Mann gehängt. Oh, das sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Drei Fässer mit Knallkörper hochgehen lassen. Sind nachgeladen, sind sie wahrscheinlich. Der Knallkörperpfeil sorgt für einen Tumult, der jedermanns Aufmerksamkeit erregt. Er ist perfekt geeignet für die Ablenkung, um für Ablenkung zu sorgen. Warnungssperrgebiet, das ich wissen. Wie komme ich heute hoch? Hallo. Hä? Geh doch da hoch, Mann! Natürlich willst du da auch nicht hoch. Ja, ich glaube, ich komme nicht hoch. Ach! Leck mich doch. Ach klar. Hier läufst du hoch, ne? Ja. I have him in my sights. Rutt doch auf! Oh, du bist ihr dreckigen Nuttenkinder! Ey, ja! Ach komm! Auf jeden Fall! Natürlich schießt er da hinten einfach nicht, natürlich! Natürlich hat die, haben die Pistolen so eine geringe Reichweite. Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fort wird ein Mann gehängt. Fässer mit Knallkörpern. Ja, super. Es ist nicht so einfach, wie ihr denkt.
Ja, ist gut jetzt. Da hoch doch jetzt! No. Diese Steuerung manchmal. Ich hasse sie. Ja, danke, danke, danke. Ja, 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 danke, 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 nix, danke. Och. Geht doch da hoch, Mann. Ich habe halt die Fässer jetzt nicht zerschossen. Na ja, egal. Respekt, Shay. Na egal. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Ich suchte noch nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung. Aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen. Und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Der Sohn von denen war, glaube ich, Vorsicht jetzt! Sehr die Halunken können also überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Bandenschleicher, davon müssen wir alle töten und das kriege ich hin. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreisen wollt. Ich danke dir. Ne, schießen. Nein, och. Die Tore häufen sich gerade zu dumm. Ich wechsle einfach jetzt direkt auf die Waffe, lad nach, und da schießt die Urschen einfach direkt schon. So. Ja, nachladen. Nachladen. Ach, hier ist gar...
Headshot. Sobald er hinläuft, schieße ich drauf. Shut up. Abliegen, was abliegen? Hä? Steht er echt wieder auf jetzt? Egal. Fünf Snicks da. Wo ist die da hinten? Guten Morgen. Bin ich da? Ja, du kannst nichts finden. Das sehe ich genauso. Du siehst mich nicht. Ja, lass einfach. Du kannst mich nicht sehen. Nein, nein, nein. Nein! Hallo! Da hoch jetzt, ja, genau, ja, genau, ja, da hoch sollst du, okay, perfekt, wunderbar, durchschneiden, scheiße, Assassinenflagge, ey, nein, aber ich find's echt cool, dass man hier so erst Assassine ist, so, und so Credo, so ein und alles, so für Assassinen eben, so, dann halt einfach, dann so sehen wie ein Assassine zu einem Templer dann wird. Also ich glaube noch ist er nicht, kann noch kein Templer. Aber das geht schon jetzt in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich ein Templer werden will auf dem Weg. So. Und ich frage mich, welcher Templer ihn überzeugt, ein Templer zu werden. Hallo. Beweg dich nicht. Beweg dich doch nicht! Komm, in seinen Arsch. Batz! Kann schon, der kann auch laufen. Lol. Hallo. Komm her. Ich warte. Komm. Put, 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 put. Nicht dahin. Och. Krieg ne. Und den krieg ich auch nicht. Batz! Headshot. Nein, nein. Och. Tut mir nicht leid. Dann ist noch ein Schleicher, das weiß ich. Nein, nein! Was? Obwohl ich eigentlich viel lieber mal nur mit den Verstecken klingen. Hab ich gar keine versteckten Klingen mehr?
Ach lol. Ich hab ernsthaft keine versteckten Klingen mehr. Heftig. Attentat! Was? Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Danke. Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Krass, wo sind die versteckten Klingen hin? Ich glaube echt heftig. Bin einfach weg. Ich fand ihn immer als cool. Euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Ja, brillante auf Idee. Albany. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Erinnerung. Das war, ja, mit den Dingen, da hätte ich halt noch eins jetzt haben müssen. Richtig! Egal, ich spiele das Spiel nicht zu 100% durch. Ich will das nicht zu 100% durchspielen, das passt alles. So, was haben wir hier? Was darf es denn heute sein? Mal Lucky Lucky, wer hast du? Aussehen der Morrigan. Weiße Segel, Wolfssegel, Schatten, Galionsfiguren. Nee. Morgen an sich verbessern. Was hätte ich denn alles? So, mir fehlt Holz. Könnte ich den Rumpf verstärken? Die Burgkanonen habe ich nicht genug Metall und nicht genug Geld. Schwere Kugeln könnte ich mir kaufen? Ja. Ramspawn verbessern. Habe ich nicht genug Holz. Stärke der Rundkugeln. Stärke des Puckelgewehrs. Des Puckelgewehrs. Stärke der Bomben. Puckelgewehrtrommel. Ich verbessere. Ey, ich würde schon die schweren Kugeln verbessern. Schaden auf nahe Distanz an. Egal. Machen wir mal noch nichts. Mal. Und wir reisen gleich nach Albany. Betreten. Ich sollte jetzt meine Ausrüstung verbessern können. Meine Montur. So, da hinten. Gut, ne? Templerzeug. Monturen. Assassinenmontur. Übergangsmontur. Entdeckermontur. Montur muss ich mir kaufen. Muss ich kaufen. Uniform des Templers. 11. Jahrhundert. Lol. Assassinenmontur. Dunkle Assassinenmontur. Templer 7. Jahrhundert, Templer Vollstreckermontur, Wikingerrüstung, Templer Meistermontur, die sieht eigentlich ganz geil aus. Durch Siege in allen legendären Schlachten freigeschaltet, diese Uniform eines Templermeisters, die Uniform eines, allen legendären Schlachten. Jägermontur, Walfängermontur, Grenzen. So, Angriffssekunde, Assassinentöter-Montur. Ah, stimmt. Altair-Montur, Ezio-Montur, Connors-Montur, Edward Kenways-Montur muss ich auch ein Ding holen. Arno auch. Bayek.
Aquila, Jacobs Montur. Pelze, warte mal. So, ich will sehen, wie die aussieht. Komm. Siehst du cool aus? Bist du es wert, getragen zu werden? An sich wert schon. Dann gehen wir mal raus. Muss uns hier nochmal an. Und ich habe schon wieder keine Ahnung, wie lang diese Folge ist. Ich leg's wieder ab. Ich hab mir die, also im vierten Teil gab's die Connor-Montur ja auch schon, da sah die, also irgendwie sah die da anders aus, da sah die besser aus. Meine ich, es könnte natürlich auch sein, dass die sie genauso übernommen haben, aber ich glaube nicht. Nehmen wir die Übergangsmontur wieder, also allgemein irgendwie finde ich, gibt's hier nicht so viel geile Monturen wie im anderen. wie ein Black Flag. Ja, fand ich die auch so in Black Flag echt besser. Vielleicht kriegt man auch so sicher noch irgendwo wie irgendwo eine Montur so. Ich muss nach River Valley. In River Valley ist Albany, da waren wir auch schon. Und ich würde aber sagen, an dieser Stelle, da ich jetzt leider nicht weiß gerade genau, wie lang die, dieser Part ist, das war's für diesen Part. Wenn euch das Video gefallen hat, und ich dachte, ihr wolltet euch nur mit Monroe treffen, nicht mich in die Armee holen. Das muss ich noch kurz ausreden. Weit gefehlt, Shay. Aber ich bewundere des Colonels Ideale und möchte sie umsetzen. Welche Art von Idealen? Sicherheit der Grenzen, blühende Höfe, fairer Handel. Wir brauchen diese elenden Kolonien. Hört sich nach einem neuen Utopia an. Ist es auch. Wollt ihr es mit errichten? Colonel Monroe ist ein faszinierender Mann. Sicher höchst ehrenwert. Gehen wir nach Albany. Dann sehen wir weiter. Ja, warte mal kurz. Also, wenn euch dieser Part, dieses Video gefallen hat, werde ich mich selber eine kleine Bewertung freuen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dürft ihr auch sehr gerne abonnieren. Ist natürlich alles kostenlos und ciao Leute, bis zu einem anderen Video.